Fast jeder von uns hier und viele, die auswärts sein müssen, hatten ihre eigene Geschichte und ihren persönlichen Grund, Ernst Böhringer zu verehren und zu lieben. Sein Leben lang hat Ernst Böhringer gekämpft. Für sein Vaterland in zwei Weltkriegen, für seine Familie, für sein Werk, für seine Mannschaft, für die pharmazeutische Industrie, für Natur- und Geisteswissenschaften. Mensch und Tier und Pflanze zu schützen, so sagt er in der letzten Zeit, das sei die Aufgabe seines Unternehmens. Ein Großgesinnter ist von uns gegangen. Über die Trauer legt sich der Dank. Personalvorstand Richard von Weizsäcker verlässt am 1. Juni 1966 die Firma C.H. Böhringer Sohn. Sein Förderer Ernst Böhringer war gestorben. Die Nachkommen drängen auf einen Nachfolger aus dem Kreis der Familie. Richard von Weizsäcker, nebenberuflich schon Kirchentagspräsident, zieht als Rechtsanwalt nach Bonn und wird Bundesvorstandsmitglied der CDU. Aber von Böhringer direkt haben Sie nie etwas gehört? Böhringer direkt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oder haben wir mal von Böhringer was zu Weihnachten bekommen? Nee, nichts. Ja, das ist absurd, aber wissen Sie, man muss sich ja selbst immer wieder mal ein bisschen veräumeln, dass man nicht ganz daran versauert. Wussten Sie eigentlich, dass damals, als Sie da arbeiteten, Richard von Weizsäcker zuständig war für Personal bei Böhringer? Nee, das weiß ich nicht. Ja, er war für Personalfragen zuständig in der Firma. 4 Jahre lang. Interessant. Sehr geehrter Herr, aus Ihrem Brief vom 23. Mai hat der Herr Bundespräsident mit Interesse von Ihrer geplanten größeren Reportage über die Dioxinproblematik erfahren. Er war von Ende 1962 bis Anfang 1966 bei der Muttergesellschaft C.H. Böhringer Sohn einer von 6 geschäftsführenden Gesellschaftern. Er hat sich um Erinnerungen bemüht, die für Ihren Bericht von Belang sein können. Zu den Zuständen im Hamburger Werk, die viel später Gegenstand einer Mortalitätsstudie des Hamburger Senats einerseits und einer Untersuchung der Hamburger Bürgerschaft andererseits geworden sind, ist er nicht in der Lage, Verwertbares zu sagen. Nach seiner Erinnerung ist ihm über diese Dinge bis zu seinem Ausscheiden aus der Firma weder schriftlich noch mündlich je berichtet worden und somit nichts bekannt geworden. Soweit er sich entsinnen kann, war das Werk in Hamburg, das er im Übrigen nie besucht hat, bei der Handhabung seiner Personalprobleme weitgehend autonom. Seine Stellung in der Geschäftsleitung der Firma war individuell auf ihn zugeschnitten. Der damalige Seniorchef Dr. Ernst Böhringer hatte ihn außerhalb geschäftlicher Vorgänge kennengelernt und ihm die Stellung eines geschäftsführenden Mitgesellschafters ohne jede Kapitalbeteiligung angeboten. Herr von Weizsäcker war damals bereits aktiv im öffentlichen, nicht wirtschaftlichen Aufgabenbereich tätig und wurde im selben Zeitraum Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Wegen der derzeitigen Mangellage für Teesäure auf dem Weltmarkt drängt uns Dow Watkins Neuseeland, unsere monatlichen Lieferungen zu erhöhen. Watkins benötigt statt 45 Tonnen nunmehr 60 Tonnen. Ich habe schon mit unserem Hamburger Werk gesprochen. Eine entsprechende Produktionssteigerung ist dort machbar. Wir haben noch genügend Delta-Paste und Alpha auf Halde. Sollte der Boom länger anhalten, und es sieht ja wohl ganz so aus, wenn man nach den Bildern in der Tagesschau geht, wäre es sinnvoll, in Hamburg einen zusätzlichen Kessel zu errichten. Wir sollten die derzeitige günstige Verkaufssituation ausnutzen, um die Qualitätsforderungen aufzulockern.
Durch eine Herabsetzung der Normen kann der Kapazitätsausbau mit geringeren Investitionen erreicht werden und wir können die Herstellungskosten senken. Die Verkaufsabteilung ist mit einer Heraufsetzung der maximal zulässigen Phenolgehalte einverstanden. Aufgrund der leicht positiven Befunde beim Chloracne-Test wurde die korrekte Einhaltung der vorgeschriebenen Reaktionsbedingungen wiederum überprüft. Da die Häufung der Magenerkrankungen durchaus mit den hygienischen Verhältnissen in Zusammenhang stehen kann, können für den Betrieb unangenehme Konsequenzen entstehen. Wir haben die Produktionsalternative durchkalkulieren lassen, bei der Dioxin nicht mehr anfallen würde. Eine derartige Umstellung des Verfahrens kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Schon gar nicht bei der augenblicklichen Situation auf dem Weltmarkt. Solange der Vietnamkrieg andauert, sind keine Absatzschwierigkeiten zu erwarten. Sagen Sie mal, General, was machen Sie eigentlich mit diesen Millionen Litern Teesäure da drüben in Vietnam? Denken Sie, Sie können den Vietcong wegspülen? Die Herbizide sind eine wichtige Waffe geworden, im Kampf gegen die Strategie des Gegners, sich zu verstecken. Wir nehmen ihm das Dach über dem Kopf. Wir machen die Guerilla sichtbar. Search and destroy. Sie verstehen? Und dafür brauchen Sie 50 Millionen Liter? Sie wissen, wir sprühen die Teesäure unverdünnt, anders als Sie hier zu Hause. Und wir wollen neue Gebiete abdecken. Die Grenze zu Laos und Kambodscha, Teile von Kambodscha, das Hochland Vietnams, das Mekong-Delta. Und dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Als amerikanische Patrioten erfüllen wir gern unsere Pflicht, zumal wenn wir $3 pro Liter bekommen. Aber kann das Pentagon uns nicht etwas mehr Zeit lassen, unsere Kapazitäten auszubauen? Nein. Wir brauchen die Teesäure jetzt, nicht erst in ein oder zwei Jahren. Der Vietcong nimmt keine Rücksicht auf Produktionspläne. Sie wissen, nach dem Kriegssicherstellungsgesetz ist die Armee berechtigt, kriegswichtige Güter zu beschlagnahmen. Und wir werden ihre Teesäure beschlagnahmen. Die gesamte Jahresproduktion aller amerikanischen Teesäureproduzenten. Und die wird auch nicht reichen. Wir haben dem Pentagon andere Herbizide angeboten, die weniger Teesäure enthalten. Ist das keine Lösung? Tordon 101 tötet die Pflanzen zu langsam und ist weniger zerstörerisch als Agent Orange. Und Super Orange hat zwar bei ersten Tests in Puerto Rico und Malaysia überzeugt, muss aber erst noch in Vietnam erprobt werden. Ist es richtig, dass die Army eine eigene Teesäurefabrik bauen will? Ja. Wir haben zwei Firmen um ein Angebot gebeten. So. Welche denn? Wir sind die eine. Aber wir wussten gar nicht, dass... Wir sind die andere Firma. Wir müssen aber sowieso erst die Deutschen fragen, ob sie bereit sind, unser Abkommen vom März 1965 zu erweitern. Uns gegenüber hat Böhringer signalisiert, dass sie dazu bereit sind. Ohne Bedingungen? Tja, sie wollen eine Abfindung. Für die zusätzlichen Mengen an die Regierung. Vor allem, wenn diese zusätzlichen Mengen im Falle eines Kriegsendes in den Handel kommen. ...1970 beunruhigen Bilder von missgebildeten vietnamesischen Babys die Weltöffentlichkeit. In den besprühten Gebieten war die Zahl der Totgeburten um mehr als das Zehnfache gestiegen. Bei Mäusebabys versiebenfache die Teesäure das Auftreten von Missbildungen, findet die Forschungsabteilung von Böhringer heraus. Angesichts der Bilder aus Vietnam fürchten die Hersteller Fragen nach dem Gift in der Teesäure. Zur Absicherung gegenüber Schadenersatzansprüchen aus dem Kreis der Belegschaft lässt Böhringer die Personalkartei auf mögliche Parallelen durchsehen. Präsident Nixon befiehlt Anfang 1971 das Ende des Gifteinsatzes.